bei einem Rektumkarzinom im UECC Stadium 2 oder 3, das heißt ein großer Tumor T3, T4 oder Lymphknotenbefall, sollte eine neoadjuvante Therapie vor der Resektion durchgeführt werden. Dieses kann entweder als konventionell fraktionierte Radiochemotherapie durchgeführt werden oder als Kurzzeitbestrahlung. Beides ist gleichwertig. Führe ich eine Radiochemotherapie durch, sollte ich eine Dosis von 45 bis 50 Gray mit konventioneller Einzeldosis verwenden und dazu entweder orales Capecitabin dazugeben oder infusionales 5-FU. Die Operation erfolgt dann 6 bis 8 Wochen nach Ende der Radiotherapie, um das Downsizing, was durch diese neoadjuvante Therapie vonstatten geht, abzuwarten. Je nachdem, wo der Tumor liegt, wird entweder eine TME durchgeführt oder, wenn der Tumor sehr sphincternah ist, eine abdominoperineale Rektumextirpation. Deshalb ist dieses Abwarten auch extrem wichtig, denn es gibt Fälle, in denen der Tumor relativ sphincternah lag und man glaubt, dass man den Sphincter nicht erhalten kann, das Ansprechen auf die neoadjuvante Therapie jedoch so gut ist, dass man doch noch eine TME durchführen kann und den Sphincter erhalten kann. Bei der Kurzzeitbestrahlung werden 5x5 Gray gegeben und sofort operiert. Das heißt, dort wird kein Downsizing abgewartet, weshalb Tumore, die tiefliegend sind, sphincternah, nahe zur mesorektalen Faszie, oder T4-Tumore, die andere Organe infiltrieren, sollten eher mit der konventionell fraktionierten Radiochemotherapie behandelt werden. Man kann jedoch auch ein Kurzzeitkonzept applizieren und dann ein Downsizing über 12 Wochen abwarten, mit oder ohne Chemotherapie während der Zeit, und dann operieren. Jedoch sind dieses beides andere die Standardtherapien. Wenn nach der neoadjuvanten Radiochemotherapie im Restaging vor der Operation kein Tumor und keine Lymphknoten mehr nachweisbar sind, kann man mit dem Patienten diskutieren, gar keine Operation durchzuführen. Dieses ist zurzeit noch schlecht validiert und darüber sollte man den Patienten auch aufklären. Mit mehr Daten werden wir genau wissen, welche Patienten hiervon man in diesem Arm mit ohne Operation einführen kann.